Es gab einzelne Initiativen aus der Psychiatriewelt heraus, zum Beispiel Klaus Dörner, aber auch andere. Und auch ganz klar sagen, daraus wollen wir lernen für unsere Zukunft. Und zwar habe ich die Aufgabe, die Wilhelm-Griesiger-Medaille zu verleihen. Muss ich, glaube ich, hier weiter switchen, genau. Für die Jüngeren unter uns, die vielleicht nicht mehr wissen, wer Wilhelm Griesinger war. Wilhelm Griesinger war einer der großen psychiatrischen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Ja, wir haben zur Eröffnung ja auch immer einen Vortrag, der uns zum Anregen bringen soll. Und wir haben im letzten Jahr, wenn Sie sich noch erinnern, über das Verhältnis der Psychiatrie und der Ökonomie gesprochen. In diesem Jahr haben wir ein anderes Thema wichtig gefunden, nämlich die Problematik der Psychiatrie im Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, zwischen subjektivem Erleben des Patienten und objektiver Neurowissenschaft. Die Neurowissenschaften haben in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht und das trägt auch dazu bei, dass wir psychische Erkrankungen besser verstehen und auch Diagnostik und Therapie besser entwickeln können. Aber es stellt sich natürlich immer die Frage, was können wir aus den Neurowissenschaften auch dann für den therapeutischen Prozess entwickeln? Kann subjektives Erleben neurowissenschaftlich erklärt werden? Was bedeutet das für die Beziehung? Was bedeutet das für das Erleben des Patienten, für seine Interaktion mit seiner Umgebung? Was bedeutet das auch in der therapeutischen Beziehung? Und an der Stelle möchte ich mal auch Buber zitieren, den ich sehr schätze, der ja sagt, erst die Begegnung mit einem menschlichen Gegenüber, mit dem Du in der Ich-Du-Beziehung und mit der dinglichen Welt ermöglicht Abgrenzung, aber ermöglicht auch Entwicklung. Und ich freue mich, dass wir für dieses Thema der Reflexion zwischen Psyche und Gehirn, zwischen Beziehung und Neurowissenschaft einen sehr herausragenden Referenten gefunden haben, nämlich Professor Fuchs. Professor Fuchs hat Philosophie, Medizin und Wissenschaftsgeschichte studiert, ist seit 1997 Oberarzt an der Universitätsklinik Heidelberg und ist Professor, also hat die Karl-Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie und ist Leiter des Referats der DGPN auch zum Thema philosophische Grundlagen der Psychiatrie. Ich freue mich, dass wir Sie gewinnen konnten. Wo ist er denn? Da. Und hallo. Und möchte auch noch mal darauf hinweisen, deswegen sind wir eigentlich auch in Kontakt gekommen, dass es ein sehr schönes Buch zu dem Thema gibt, das Gehirn als Beziehungsorgan. Bitte. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der große britische Psychiater Sir Martin Roth hat die Psychiatrie einmal als the most humane of the sciences and the most scientific of the humanities bezeichnet. Dieser nicht ins Deutsche übersetzbare Aphorismus bringt die Zwitterstellung, aber auch die einzigartige Brückenposition der Psychiatrie zum Ausdruck. Zwischen Natur- und Geisteswissenschaft angesiedelt, gleichermaßen theoretische und angewandte Wissenschaft, dem Menschen in seiner physischen, psychischen und sozialen Existenz zugewandt, so verfügt die Psychiatrie unter allen wissenschaftlichen Disziplinen wohl über die größte Spannbreite. Diese Spannbreite ist Bürde und Auftrag zugleich. Sie kann zu Lagerbildungen und einer zunehmenden Heterogenität des Faches führen, aber auch zu einer Integration von Aspekten, die der Komplexität des Menschen in einzigartiger Weise gerecht zu werden vermag. Sie kann wiederkehrende Identitätskrisen des Faches zur Folge haben, aber auch seine besondere Identität und Attraktivität begründen. Schon seit ihrer Entstehung um 1800 bewegt sich die Psychiatrie in diesem Spannungsfeld zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, zwischen Verstehen und Erklären, zwischen Psyche und Gehirn. Auch im letzten Jahrhundert sind die Konflikte zwischen biologischen, psychodynamischen, anthropologischen und sozialpsychiatrischen Ansätzen immer wieder mit aller Heftigkeit ausgetragen worden. Heute
erscheint vielen die Umwandlung der Psychiatrie in eine klinische Neurowissenschaft auf molekularbiologischer Basis als Überwindung ihrer wechselvollen Geschichte von Irrungen und Wirrungen. Der traditionelle Dualismus von Psyche und Soma scheint sich in einem neurobiologischen Monismus aufzulösen. Psychische Krankheiten sind Krankheiten des Gehirns, wie Griesinger 1862 erstmals postulierte, ich muss ihn nicht mehr vorstellen, oder Mental Disorders are Brain Disorders, so heute als einer von vielen Thomas Insel, bis vor kurzem Direktor des National Institutes of Mental Health in den USA. Seit der ersten Dekade des Gehirns, ab 1990, wurden große Hoffnungen in diesen Umschwung gesetzt. Als naturwissenschaftliche Disziplin werde die Neuropsychiatrie schon bald psychische Krankheiten als Hirnfunktionsstörungen erklären und mit bildgebenden Verfahren besser diagnostizieren können. Und auf dieser Basis werde man hochspezifische Medikamente entwickeln, ja mittels genetischer Screenings auch Risikopersonen für die präventive Behandlung identifizieren können. Die seither erzielten Fortschritte im Verständnis des Gehirns sind in der Tat beeindruckend. Ob man an die Identifizierung beteiligter Hirnstrukturen bei zahlreichen psychischen Funktionen ebenso wie Funktionsstörungen denkt, etwa bei Angst-, Zwangs- oder traumatischen Störungen, an die epigenetischen Zusammenhänge von Genvarianten, Lebensereignissen und Vulnerabilität oder an die Erkenntnisse über Neuroplastizität und den Einfluss der frühen Sozialisation auf die Hirnentwicklung. Zweifellos ist unser Wissen über das Gehirn eindrucksvoll gewachsen. Und doch, nach drei Dekaden ist das Resultat der Hirnforschung für die Psychiatrie doch ernüchternd. Trotz aller Versprechen und Hunderten von Millionen investierter Forschungsmittel konnten kaum klinisch relevante Ergebnisse zutage gefördert werden. Sieht man einmal von der Alzheimer-Demenz ab, so gibt es keine Möglichkeit, psychiatrische Erkrankungen durch apparative Untersuchungen oder Biomarker verlässlich zu diagnostizieren. Ebenso wenig haben sich unsere therapeutischen Verfahren aufgrund neurobiologischer Erkenntnisse in relevanter Weise verändert. Man könnte an des Kaisers neue Kleider denken, wenn man das so schlicht ausspricht. Aber dessen tatsächliche Nacktheit wird längst auch von hochrangigen Vertretern der neurobiologischen Forschung eingeräumt. Um nur zwei von vielen Beispielen zu zitieren. Despite obvious and rapid scientific advances, there is widespread frustration with the overall pace of progress in understanding and treating serious psychiatric illness. Oder, despite decades of research, the neurobiology of major depression is largely unknown and treatments are no more effective today than they were 50 to 70 years ago. Das ließe sich noch weiter fortsetzen. Aber die Konsequenz der Fachvertreter ist nicht mehr Bescheidenheit oder gar ein Umdenken. Im Gegenteil. Die Schuldigen sind auch rasch identifiziert. Es sind die traditionellen, unsauberen Krankheitseinteilungen und die überholte, subjektorientierte Psychopathologie, die der biologischen Psychiatrie die Erfolge verhageln. In einer Haltung des Jetzt erst recht fordert man eine neue Diagnostik psychischer Krankheiten nach funktionellen Störungsdomänen, Belohnungs-, Aufmerksamkeits-, Angst-, Arousal- und anderen Systemen, Domänen, die sich den molekularen und Bildgebungstechniken besser fügen. Auch in anderen medizinischen Disziplinen, so wird argumentiert, hätten schließlich molekulare, bildgebende und computerbasierte Instrumente die klinischen Fähigkeiten des Diagnostizierens weitgehend ersetzt. Warum nicht auch in der Psychiatrie? Es ist das alte Prinzip. Was gemessen und apparativ erfasst werden kann, bestimmt darüber, was als maßgeblich angesehen und was schließlich zur eigentlichen Realität erklärt wird. Dieses Forschungsprogramm lässt sich weiterführen, bis auch noch die letzte Hirnwindung unter besonderen Aktivitätsbedingungen vermessen ist. Denn wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, macht jedes Problem zum Nagel.
Nun ist die klassische subjektorientierte Psychopathologie sicher nicht in Stein gemeißelt. Doch bereits vor 10 Jahren hat die führende amerikanische Psychiaterin Nancy Andreasen auch hier vor der DGPPN den Niedergang an psychopathologischer Expertise beklagt, der als Folge der kriteriengeleiteten Diagnosesysteme eingetreten sei. Und man sollte sich daher gut überlegen, ob man das Risiko eingehen möchte, diese Expertise noch weiter zu verlieren, sodass die jungen Psychiater künftig zwar genau über das Imaging von Arousal- und Angst- oder Belohnungssystemen im Gehirn Bescheid wissen, doch am Ende eine Schizophrenie nicht mehr von einer Hysterie unterscheiden können. Und trotz aller Versprechen von translationaler Forschung besteht doch die Gefahr, dass sich die wissenschaftlich-akademische Psychiatrie auf diesem Weg immer weiter von der klinischen Versorgung entfernt. Vorläufig jedenfalls bleibt die Aussicht auf neue, bahnbrechende Fortschritte und Therapien nicht mehr als ein erneutes Versprechen, auch wenn immer neue Dekaden, ja das Jahrhundert des Gehirns ausgerufen und mögliche Durchbrüche verkündet werden. There's great promise for development of more effective treatments in the upcoming decade. Hier verweist man allerdings meist auf die Potenziale der Tiefenhirn- oder Magnetstimulation, denn nicht umsonst hat sich die pharmazeutische Industrie angesichts geringer Erfolgschancen bereits zu einem Großteil aus der Forschung zurückgezogen. Solche mechanistischen Verfahren einer Therapie von Gehirnen mögen ja in extremen Fällen durchaus sinnvoll sein. Aber sollte dies wirklich zur Speerspitze unserer Behandlungsmethoden werden? Vielleicht können wir an dieser Stelle auch einmal innehalten und uns fragen, sind wir denn auf der richtigen Fährte? Oder verlieren wir im immer genaueren, schließlich molekularbiologischen Hinsehen am Ende das Phänomen aus den Augen, um das es uns eigentlich geht, die psychische Krankheit, das Kranksein eines Menschen? Sind die leitenden Grundannahmen, Psyche ist gleich Gehirn und psychische Krankheiten ist gleich Gehirnkrankheit, vielleicht zu einfach, womöglich gar nicht zutreffend? Ich will im Folgenden diese Grundannahmen überprüfen, um dann im zweiten Teil auf die Möglichkeit zurückzukommen, die sich gerade mit einer richtig verstandenen Neurobiologie eröffnet, nämlich die Beziehung und die Entwicklung einer integralen Konzeption der Psychiatrie als einer Beziehungsmedizin im umfassenden Sinn. Beginnen wir noch einmal bei den aktuellen Forderungen der biologischen Psychiatrie nach einer grundlegenden Revision unserer Konzepte von psychischer Krankheit. Das DSM-5 definiert sie als a behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and that reflects an underlying psychobiological dysfunction. Und wir sehen, dass schon diese Definition den Einfluss von Beziehungen und sozialen Bedingungen auf die Psyche von Patienten völlig vernachlässigt. Es gehe um rethinking mental illness, so Thomas Insel, denn mental disorders are dysfunctions of brain circuits und damit seien sie grundsätzlich neurologischen Krankheiten gleichzustellen. Psychiater sollten am besten in klinische Neurowissenschaftler umbenannt werden. Das beschleunige die Integration der Psychiatrie in die übrige Medizin und trage so nicht zuletzt zur Entstigmatisierung von Patienten bei. Was diese Hoffnung betrifft, so hat sie sich allerdings als trügerisch erwiesen. Schomerus und Kollegen zeigten in einer Meta-Analyse zahlreicher Studien, dass das biomedizinische Konzept der Gehirnkrankheit in den letzten 20 Jahren zwar weite Verbreitung in der Öffentlichkeit gefunden hat, aber keineswegs zu einer Entstigmatisierung führte. Eher im Gegenteil. Die Mehrzahl der Menschen nimmt eine psychische Störung eher als fremd, abnorm oder sogar als bedrohlich wahr, wenn sie auf einer Störung der Gene oder des Gehirns beruht, als wenn die Seele leidet, um es so auszudrücken. Und auch die Patienten selbst kann eine biologische Erklärung zwar von manchen Schuldgefühlen entlasten, allerdings um den Preis, dass sie ihre Symptome und Probleme nun als schicksalhaft und außerhalb ihrer Kontrolle stehend erleben –